Hallo meine lieben Kreativen. Ja, wie ihr schon im Titel lesen könnt, war ich schon wieder beim Action und habe ein bisschen was geshoppt. Manche haben es schon gesehen auf Facebook, das Foto. Ja, es ist ein kleiner Einkaufszettel, was ich mir da geholt habe. Naja, okay, so ein Mini. Naja, okay, ein bisschen größer. Na okay, ich gebe es zu. Es sind schon einige Sachen, die da waren und die ich mir geholt habe. Ich gebe auch zu, es waren sehr viele Weihnachtsgeschenke dabei für die Kiddies in meinem Umfeld, was so sind an Nichten und Neffen, die sich bei uns so tummeln. Und ja, hier die schöne Endsumme. Also ich habe schon wieder mächtig Geld gelassen beim Action. Und es waren natürlich auch wieder Bastelsachen dabei und die möchte ich euch natürlich wieder zeigen. Was ich mir da geholt habe. Und ja, fangen wir mal hier an mit diesen hier. Und zwar gibt es wieder neue Sticker beim Action. Und zwar diese hier. Die kennt ihr schon aus den Vorgängervideos bestimmt. Diese Wortschrift-Sticker. Und da gibt es immer wieder neue Kollektionen dabei. Und jetzt ist mir eben aufgefallen, dass es schon wieder neue gibt. Das wäre dieses hier. Und dieses hier ist auch neu. Dann gibt es diesen hier. Ich glaube, so einen ähnlichen hat es wieder gegeben. Oder das war der Vorgänger, glaube ich. Und jetzt kommt dieses hier. Dann hier, der ist ein bisschen raufgerutscht. Naja, okay. Ihr seht es ja so auch. Dann gibt es diesen Forever. Und so richtig schöne schwarz-weiße mit Friendship Forever. Hallo. Ja, thank you und so weiter. Und hier Familie, Happiness. Mal diese Sticker. Die habe ich mir jetzt auch wieder mitgenommen, denn ich mag die Sticker wirklich sehr. Gerade für so kleinere Projekte, Mini-Album oder Karten kann man das wirklich wunderbar benutzen. Da hat eins gekostet, boah, ich weiß es gar nicht. Und ganz ehrlich, ich möchte jetzt die Preise nicht raussuchen müssen. Aber ich glaube, irgendwas bei, ihr kennt ja die Actionpreise, irgendwas bei 1 Euro, zwischen 1 und 2 Euro. Dann ging es hier weiter mit diesen Stickern. Auch die sind neu beim Action. Sind zwei Stickerbögen in einer Packung drinnen. Ich habe mich jetzt für diese Motive entschieden. Es gab da noch viele, viele mehr. Aber die haben mir dann nicht so zugesagt. Also habe ich nur die mitgenommen, die mir wirklich gefallen haben. Das war eben diese. Mit hier. Also richtig schön weihnachtlich. Ihr kennt bestimmt die Stickerbögen, die es da gab mit den Vintage-Sachen. Und hier eben jetzt das Weihnachtliche. Und hier. Dann hier so Vögelchen und den Uhu fand ich da richtig, richtig, richtig schön. Und hier. Und noch so Engelchen. Das sind so richtig, ja, barocke Engelchen, würde ich jetzt sagen. So nostalgische, die gefallen mir richtig, richtig gut. Erinnert mir so irgendwie ein bisschen an meine Kindheit irgendwie, an meine Oma. Die mag solche Motive wahnsinnig gerne. Und ja, die durften dann eben auch mit. Auch da habe ich echt keinen Schimmer, was der Preis war. Ich suche mal raus für euch. So, die ersten habe ich mal rausgesucht. Das wären diese hier. Das sind die Deko-Time-Aufkleber verschiedener Varianten. 8-mal sind 69 Cent kosten diese Aufkleber hier. Und ich suche noch weiter, ich suche noch weiter. Das ist echt zum Verzweifeln. So, gefunden. Und zwar kosten die 99 Cent. Diese Stickerbögen. Dann habe ich noch diese Stickerbögen. Auch die gibt es neu, aber die habt ihr wahrscheinlich schon in ein paar Videos gesehen. Und zwar so 3D-Klebesticker, die eben so mehrlagig aufgebaut sind. Da gab es auch viele, viele, viele verschiedene Motive. Mir haben jetzt die zwei am meisten zugesagt. Da hätte ich noch gerne einen zweiten gehabt, gab es aber nicht. Denn den finde ich richtig klasse, richtig schöne Farben. Also mit diesem Blau, Mint, Türkisen und dann noch mit dem Glitzer dazu, finde ich richtig, richtig cool. Auch der hat mir gefallen. Ja, die zwei dürften auch mit, auch irgendwas unter 1 Euro der Preis. Dann habe ich hier einen Block. Leider den einzigen, da gab es noch
mehr, was ich in anderen Videos gesehen habe. Ich habe jetzt leider nur diesen hier abbekommen. Ein 30x30 Block ist noch so ein Herbstblock. Da zeige ich euch nur ganz schnell mal die Motive. Also vielleicht habt ihr in eurem Action mehr Glück und es sind noch mehr Motive da. Also verschiedene Blöcke. Aber ich habe jetzt den einfach mal mitgenommen. Erst habe ich überlegt, nehme ich ihn mit, weil Herbst ist ja eigentlich schon wieder vorbei. Aber der nächste Herbst kommt ja wieder. Somit, ja, habe ich ihn einfach mal mitgenommen. Was man hat, hat man. Ja, Papier ist ja geduldig, wie man so schön sagt, und wird ja auch nicht schlecht. Und besonders dieses Motiv hat es mir am meisten angetan. Ich finde das schon richtig klasse aus. Ja, das war dieser Block. 1,99 dürfte da der Preis sein. Dann habe ich bleibend beim Papier diese kleinen Blöcke bekommen. Ich glaube, ich habe da alle. 1, 2, 3, ja. Ja, sind sogar alle dabei. Von den Motiven her. Auch das sind wieder neue Blöcke. Auch noch herbstliche Blöcke. Jetzt hatten wir eigentlich vorher die Winterblöcke und jetzt auf einmal kommen die Herbstblöcke. Aber gut, was soll's. Irgendwie haben sie sich da, glaube ich, ein bisschen vertan, aber macht nichts. Ich bin froh, dass ich die anderen noch bekommen habe. So, haben wir diesen hier. Dann gibt es diesen hier. Mit Rom. Und ich glaube, der ist sogar so ein bisschen aufgebaut auf die Stempel, die es neu gibt. Auch die zeige ich euch dann. Also hier mal im Schnellverlauf die ganzen Blätter. Das sind wirklich schöne Motive. Also der gefällt mir am meisten eigentlich. Jetzt wieder ein kleiner verschnörkelter, verspielter. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, und so gedeckte Farben. Retro würde ich jetzt mal sagen. Ist diese hier. Und Vintage Love ist diese hier. Da gefällt mir das Engelchenmotiv hier besonders. Und auch hier. So einen ähnlichen hatten sie schon mal drinnen. Und hier, das finde ich auch richtig klasse. Ein richtig schönes, großes Engelmotiv. Also schaut echt klasse aus. Das wäre diese hier. Das sind die kleinen Blöcke. Die gibt es um 55 Cent bei uns. Dann habe ich von den gesprochenen Stempel und Stanzen. Hier mal die Stanzen, die es wieder neu gibt. Das sind diese fünf Stück. Sechs müssen es sein. Moment. Diese sechs. Und zwar dieses Motiv, das sind eben die Stempel und oben sind die Stanzen dazu. Hier so Bordüren. Dann haben wir hier wieder so Blümchen und mit den Hintergründen. Aber schade finde ich, dass hier so ein Lochmotiv innen drinnen ist. Das fand ich richtig, richtig schade. Sonst könnte man es wirklich so als Hintergrundstempel verwenden. Aber das Loch ist wahrscheinlich, damit man die Blume wirklich schön zentrieren kann in der Mitte. Und dann eben immer weiß, wo der Klebepunkt ist, wenn man es aufbaut. Und wenn man dann beim letzten angekommen ist, dass es einfärbig drinnen ist, wo man es ausmalen kann mit dem Loch da. Ja, ist eben wirklich nur für die Blumen gedacht. Aber hier gibt es auch so Background-Stempel und die gefallen mir auch so richtig schön gut mit den kleinen Herzchen und hier mit den Schriften. Das ist dieses Herz hier, also Herzstanzen sind hier dabei. Und hier auch diese Schnörkel, ich stehe auf so Schnörkel, da kann man richtig schöne Sachen draus machen und die dann ebenfalls auch stanzen. Schade finde ich, dass die Stanze nicht dabei ist, die hätte mir richtig schön gefallen. Und hier haben wir noch Schmetterlinge. In drei verschiedenen Größen und auch hier wieder Backgrounds-Stempel, also Hintergrundstempel, was man machen könnte, dass man den Schmetterling einfach nochmal Struktur verleiht oder so, würde auch gehen. Also hier war der Preis 1,99, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ein paar Preise weiß ich ja mittlerweile schon auswendig. Wenn man so oft dort kauft, kennt man dann schon langsam irgendwann mal die Preise. Und dann kommen wir schon zu den ganzen neuen Stempeln, die sie schon wieder haben. Ich habe jetzt wieder hier zwei... Moment, Telefon. So, weiter geht's. Wo bin ich stehen geblieben? Und zwar bei den Clear Stamps. Ja, mein Mann hat kurz angerufen. Die Clear Stamps wollte ich jetzt gerade zeigen. Die gibt es ja jetzt wieder neu. Und
Ja, ich würde sagen, das ist jetzt schon wirklich Frühlingskollektion. Also, ja, Papa, Winter, willkommen Frühling. Und zwar Paris, Urlaub und so weiter würde ich denen jetzt mal zuschreiben. Und was mir jetzt wahnsinnig an diesen Stempeln gefällt, ist, dass sie eben auch Schriftstempel mit dabei haben auf den Motiven. Also Action holt da jetzt wirklich, wirklich wahnsinnig nach bei den Stempeln. Ich bin mega begeistert und es sind wirklich wunderschöne Motive. Da haben wir mal dieses schöne Mädchen hier auf dem Fahrrad mit Enjoy the little things, life is beautiful, always and forever, time to be happy. Und ja, es sind wirklich schöne, schöne, schöne Stempel. Dann hier Hip and Happiness, Greetings from, braucht man natürlich auch immer wieder für eine Grußkarte. Believe in your selfie. Und hier mit dem Handy passt ja super modern zur heutigen Zeit, wo wirklich alle schon mit der Kamera, mit dem Handy durch die Gegend laufen. Ja, und hier ein paar Sehenswürdigkeiten noch dazu. Auch den habe ich zweimal. Dann hier Congratulations, Happy Birthday to you, wishing you the best. Hier mit Café in Paris und wieder so ein schönes Mädchen, was man wirklich super kolorieren könnte. Dann hier haben wir It's your God style. Love and Lucky, Just Friends und lacht ja nicht über meine englische Aussprache. Ich kann's nicht. Ja, ich und Englisch sind keine Freunde. Ich verstehe viel, ja, ich kann's nachquaken. Ob mich dann die Engländer verstehen, weiß ich zwar nicht, aber boah, ich quak's nach. Ja, dann haben wir hier diese hier mit Especially for you, Just Smile, Forever Friends und auch wieder hier mit dem Handy. Gerade am Foto machen, hier mit einer Brücke und hier so ein Häuser-Ding. Finde ich auch cool. Die habe ich auch zweimal. Und hier, Have a lovely day, just love, forever friends. Hier mit Windmühlen und wieder einem Fahrrad und wieder einer super coolen Braut, würde ich mal sagen. Auch den habe ich zweimal. Nur dieser war leider nur ein einziges Mal da. Ja, kann man nichts machen. Die Stempel kosten 75 Cent, also Spottpreis. Ja, dann habe ich mir hier noch zweimal so Boxen geholt, so Ordnerboxen oder wie die auch heißen, Ordnersysteme für mein Papier oder eben kann man auch für Sticker verwenden, für allen möglichen Krimsti-Kramsti an Papier, was man eben irgendwie einsortieren möchte. Und wundert euch jetzt nicht, ich mache mir jetzt hier nur ein bisschen Platz, damit ich die nächsten Sachen zeigen kann. Und schmeiß das jetzt da einfach in die Ordner rein. So. Der hat keinen Platz im Ordner, aber die noch. Und schaffe mir hier ein bisschen Platz, damit ich euch wieder weiter die Sachen zeigen kann. So. Stellen wir einfach mal da ab. Ja, was ich mir dann noch geholt habe, ist jetzt ein bisschen groß, kann man jetzt fast in der Kamera gar nicht sehen, sind solche Boxen. Einmal in Pink, wie ihr hier oben seht, und einmal in Grün, was ihr euch natürlich denken könnt. Und zwar sind das so 24 Liter Boxen. Die Box hat jetzt gekostet, ja, Moment. Und zwar, ich habe es jetzt rausgesucht, um 2,59 € eine 24-Liter-Box. Also Leute, das ist echt unglaublich der Preis. Also früher habe ich solche Boxen beim Ikea oder so geholt. Und unter 10 € bekommt man dann so eine große Box, weil die ist wirklich schön groß. Bekommt man da bestimmt nicht unter 10, 15 €, geht da gar nichts. Und hier kostet diese Box jetzt 2,59 €, also echt einfach nur ein Spottpreis und lächerlich. Und die Boxen braucht man immer und überall und ich sowieso zum Stapeln in den Keller, zum Verstauen vom Bastelzeug, vom Nähzeug und so weiter. In der Küche kann man super gut gebrauchen, wenn man irgendwas verstauen will. Also die Boxen sind einfach nur der Hammer. Und bleibend bei den Boxen habe ich mir auch so noch eine Box geholt und zwar noch drei Boxen. Einmal in Pink und Grün habe ich euch schon gezeigt und hier mit Schwarz, mit so
pinken Schnallen. Die ist jetzt sogar ein bisschen größer. Ich weiß gar nicht, wie viel Liter die jetzt hat. Steht das jetzt irgendwo angeschrieben? Das war nämlich ein Dreier-Set, drei so riesengroße Boxen. Die ist jetzt ein bisschen größer als die andere. Wie gesagt, die war jetzt mit 24 Litern. Ja, ich schaue gerade, ob ich das irgendwo finde, wie viel Liter die hat. Keine Ahnung, aber ich schätze mal 30 Liter, weil die ist größer wie die andere und die andere hat 24 Liter. Die hat jetzt gekostet im Dreier-Set 9,90 Euro. Also man könnte sagen, ja, wenn man es hochrechnet, 3,50 Euro eine Box, was auch nicht stimmt, aber es ist einfach ein mega Preis. Und hier sind so Verschlüsse dran. Und sie lassen sich auch aufeinander super gut stapeln. Also echt traumhaft, die Boxen. Und für 9,99 Euro echt nichts lachhaft. Das sind keine Preise. Das ist, weiß ich nicht, was das ist. Das ist einfach ja, megamäßige Preise, Schnäppchenpreise, richtige Actionpreise. Und dann geht es hier schon wieder weiter. Und zwar habe ich mir wieder Nachfüller gekauft. Und zwar meine Baby-Wips, meine Feuchttücher. Und die riechen so lecker. Oh, ich liebe diese Tücher. Und auch eben, weil sie immer wieder den Verschluss oben drauf haben. Da brauche ich es nicht in eine Box packen oder so. Und habe es immer schön griffbereit. Ich schwöre auf diese Tücher. Ich liebe sie. Dann habe ich hier einen kleinen Stanzer. Habe ich schon ausgepackt gehabt. Weil ich vergleichen wollte, welche Größe das jetzt ist, ob das die gleiche ist, die ich habe. Ich habe nämlich einen normalen Runden von Folia, das wäre dieser hier. Und jetzt habe ich mir den gekauft mit dem Zackenrand. Das sind jetzt 1,6 cm, also 16 mm. Und stanzt relativ gut. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Wo hänge ich jetzt? So, kann man sich nicht beschweren. Da war ich jetzt zuvor. Ha, das war jetzt meine Schuld, nicht der Stanzer. Ich habe hier noch ein Klebestückchen drauf. Hier ist so eine kleine Klappe. Ich muss die Klappe so öffnen, sonst glauben meine Fingernägel dran. Ist hier stanzt relativ schön, kann man eigentlich nicht meckern. Ist dieses Stanzteilchen, na mach scharf, dieses Stanzteilchen mit dem Wellenrand und ist genau gleich wie meiner hier von Folia. Nur eben, dass dieser hier rund ist und jetzt habe ich den mit den Wellen. Wenn man da Buchstaben drauf stempelt und dann irgendwo so als Wimpel macht, schaut es richtig, richtig süß aus. Drum dürfte der auch mit. Wie gesagt, nur hier mit dem Verschluss. Ich glaube, ich werde das runter machen oder so. Denn jedes Mal irgendein Werkzeug suchen, wie ich das aufmache. Ja. Ja. Mal schauen. Dann durften ein bisschen Klebedinger nicht fehlen. Klebeband für Päckchen braucht man auch natürlich immer, logischerweise. Dann meinen geliebten Klebeabroller vom Action. Der kostet jetzt 1 Euro und sind 8 Meter drauf. Habe ich mir gleich zwei Packungen geholt, denn meiner ist schon wieder leer. Und da brauche ich echt, echt viel von denen immer. Und bleibend beim Klebezeug durfte natürlich auch nicht mein 3D-Kleber fehlen, denn benutze ich ja wirklich für alles, wie ihr wisst. Und ich liebe ihn. Ja, da ist eben diese Spritze dabei und diese Tülle, aber ich verwende das jetzt nicht so, weil mir ist zu schade für das. Ich habe so kleine Spritzen, da fülle ich mir das Zeug eben rein. Und wenn ich die Spritze irgendwo hinstelle, so auf ein Stückchen Papier oder so, das trocknet mir hier auch gar nicht aus. Ich kann das wirklich über Tage und Wochen hier lagern. Da ist immer nur die Spitze, hier die fest wird. Wie ihr hier seht, da wird die Spitze fest und das ziehe ich einfach hier raus, dass die Spitze hier rauskommt. So. Vorführungseffekt. Na, kommst du jetzt raus? Wenn es nicht will, helfe ich so nach. So. Dieses Stückchen kommt hier jetzt raus. Das ist jetzt wirklich nur hier vorne in der Spitze, das fest geworden ist. Also so ein Stückchen. Das schmeiße ich weg. Das ist jetzt fest.
Und dann kann ich schon wieder hier drücken und der Kleber kommt hier wieder schön raus. Na komm. Und hier kommt der Kleber dann schon wieder raus. Und ich kann ihn super gut verwenden und benutzen. Also, ach, ich liebe, 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 liebe diesen Kleber. Aber das wisst ihr schon, wenn ihr meine Videos verfolgt. Ja, dann habe ich mir noch eine Kartusche Silikon mitgenommen. Ja, einfaches, normales Silikon in Weiß. Mit denen mache ich dann zum Beispiel solche kleinen Deko-Boxen, kann man da eben schön garnieren und dann eben einfach nur mit diesen Raindrops oder mit den Cabochons. Ich habe hier jetzt einige Cabochons drinnen, die ich noch verarbeiten möchte und ja, einfach nur irgendwelche Gläser dekorieren oder irgendwelche Schächtelchen, wie zum Beispiel dieses hier habe ich jetzt auch dekoriert. Der ist eben dann gezupft und mit Glitzer. Und hier ist das durchsichtige Schächtelchen, wo man was verpacken könnte. Und die Weihnachtszeit ist, da braucht man sowieso ein paar coole, geniale Verpackungsmöglichkeiten. Konnte man auf diese zurückgreifen. Die Box ist ursprünglich eigentlich diese hier. Die habe ich euch beim letzten Haul gezeigt, wo ich mir diesen Bärenmix gekauft habe. Also da waren so diese Materialien drinnen. Und es ist eine simple Verpackungsbox. Und die habe ich jetzt einfach, ja, mit dem Silikon hier eben ausgestattet und habe diese Box daraus gemacht. Also für das verwende ich relativ gerne das Silikon. Das Einzige, was ihr bedenken müsst, macht es nicht in einem Schlafraum oder in einem Raum, wo ihr euch befindet, beziehungsweise macht das Fenster auf, denn es riecht stark nach Essig. Und man sollte es dann wirklich irgendwo 2 Tage irgendwie in die Garage oder in den Keller packen oder so, zum Auslüften beziehungsweise zum Trocknen, damit der Geruch einfach verschwindet. Und dann riecht es überhaupt nicht mehr. Also das ist das Silikon. Hat gerade mal 1,50 Euro oder so gekostet. Also da kommt man lange, lange, lange hin. Ja, dann habe ich mir noch hier dieses Deko-Bänder geholt. Dekorative Glitzerbänder. In diesen 3 verschiedenen Farben, also in dem schönen Violettton, in dem Rotton und hier in dem Blauton, kann man bestimmt auch super auf Karten oder so verwenden oder Kerzen vielleicht damit einschlagen oder so. Jetzt zur Weihnachtszeit mal schauen, was mir da alles einfallen wird. Also ganz ein dünner Stoff, durchsichtiger Stoff, da kann man sicher schön irgendwas damit umwickeln oder eben auch einfach ein Album damit einschlagen, wenn es weiß ist. Das gibt auch einen super schönen Effekt drauf, wenn man jetzt hier sieht. Und da sind so Silberfäden drinnen mit dabei. Also ein richtig schöner Stoff. So, da gab es auch noch andere Farben, aber die 3 Farben haben mir jetzt persönlich am meisten zugesagt und deshalb durften wir mit. Aber ich glaube, ich hole mir die anderen auch. Ich wusste nicht genau, wie sich der Stoff angreift, jetzt weiß ich's. Und es fällt auch kein Glitzer ab. Somit passt das. Da werde ich mir bestimmt noch einige holen. So, dann haben wir hier so kleine Glas-Spreads gelandet. In verschiedenen Farbtönen hier. Gold und Silber, hier so Pinktöne, hier Blautöne und hier Grüntöne. Irgendwie um ein Glas rundherum machen, um Kerzen rundherum machen. Ich werde es wahrscheinlich bei meinen Kerzen verwenden. Ja, wie schaut das Ganze aus? Ja, so eine kleine Kordel und eben mit so Rokalienperlen obendrauf, die drauf gefädelt sind. Ja, kann man wirklich schön irgendwo. Könnte man jetzt auch auf eine Karte setzen. Würde mir jetzt auch auf einer Karte gefallen. Und das jetzt irgendwie umwickelt, schaut bestimmt auch edel aus. Da hätte ich vielleicht auch mehr mitnehmen sollen. Ja. Aber Action läuft ja nicht davon, nur leider gibt es dann oft Sortimentswechsel. Und dann bekommt man es gar nicht mehr, weil dann ist sie auf einmal wieder weg. Action ist ja so ein Glücksfall. Bekommt man es, bekommt man es nicht. Trifft man es nicht. Aber wie gesagt, diese Farben gab es da, sind jeweils 5 mal 1,50 Meter drauf. Diese hier
dann habe ich mir noch diese hier geholt. Auch hier sieht man es, wenden sie es an Karten an. Aber man kann es natürlich auch für alle anderen dekorativen Zwecke verwenden. Ist so eine Borte. Und damit möchte ich eventuell so Kugeln gestalten. Die zeige ich euch jetzt dann als nächstes. Weihnachtskugeln. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ja, richtig schöne feste Borte. Und wenn man da so eine Kugel hat, die da umkleben. Oh ja, das könnte passen. Oh ja, das wird passen. Ja, das könnte richtig, richtig gut passen. Auch die durfte mit. Da gab es auch verschiedene, aber mir hat jetzt nur dieses hier zugesagt. Also habe ich das mitgenommen. Dann gab es noch so Glitter, Christmas Konfetti in Gold und Silber. Und zwar solche, ja, hier ist schon eins rausgefallen, so Hexagon, so Sechsecke gab es da. Und die gefallen mir richtig. Für Schüttelkarten super ideal, weil Glitzer ist meistens nicht so gut in Schüttelkarten. Aber zum Beispiel diese hier, wo so ein größere sind, die sind echt, echt cool und richtig schön weihnachtlich. Aber ich habe vor, die woanders zu verwenden. Und zwar, ja, zeige ich euch dann auch eben gleich. Das habe ich auch noch. So kleine Mini-Kugelchen. Wie heißen die eigentlich? Mini-Craft-Bottles? Nein, ja, so Deko-Perlen, so Mini-Deko-Perlen, aber so Mikro, ja genau, Mikro-Perlen sind das. So richtig, richtig schöne kleine, die man eben statt einem Glitzer verwenden kann und auch eben in Schüttelkarten oder so. Die durften jetzt auch mit. So, Box mal weg. Was ihr hört, sind die ganzen Boxen, die ich hier gestapelt habe. So wie ich es eingekauft habe, habe ich sie in die Boxen reingestapelt und heimgetragen. Und jetzt habe ich hier 150 Boxen rund um mich, wo ich das ganze Zeug habe. Und von was ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, sind diese Kugeln hier, sind im Zweierset drinnen, sind zwei so durchsichtige Kugeln. Die habe ich mir jetzt 6-mal geholt, also 12 Kugeln insgesamt. Und daraus kann man dann eben ganz personalisierte Kugeln machen. Ich habe hier jetzt schon eine Packung ausprobiert und ausgepackt. So ist die Originalkugel, die eben da drinnen ist. Und da zeigt schon an, da kann man Fotos reingeben. Und hat dann eine Weihnachtskugel mit wirklich eigenen Fotos darin. Die Kugel geht dann so auf. Und darin befindet sich zweimal... Na, komm raus. Zweimal so eine Folie. Ich hoffe, ihr könnt erkennen. Ja, zweimal so eine Folie als Schutzfolie und eben so ein Kreis. Das dürften, glaube ich, irgendwas bei, ja, 7 cm Durchmesser sein. Und wenn man sie die dann wirklich mit einem Zirkel irgendwo ausschneidet, kann man wirklich schöne personalisierte Fotos reingeben. Klappt dann wunderbar. Und legt das dann eben in die Kugel rein. Oder man verwendet nur diese Dinger. Oder man verwendet gar nichts von denen und macht einfach so irgendwas dran. Man kann sie ausmalen, man kann sie bekleben, man kann irgendwas reinhängen, zum Beispiel so 3D-Motive reinhängen. Oder man könnte Figürchen reinstecken. Oder früher hat meine Mama richtig was reingehäkelt. Auch das würde funktionieren. Also da kann man wirklich seiner Fantasie freien Lauf lassen, was man da eben reinsetzen möchte. Die Vorgabe mit denen hier passen dann eben ganz genau, passgenau rein, damit sie nicht durchfliegen, sondern wirklich in der Mitte sind. Man könnte auch sowas machen. Ich habe hier jetzt schon eine Kugel mehr oder weniger gestaltet. Und zwar mit diesem Hexagon-Glitzer hier, mit dem goldenen, habe eben so eine Folie genommen. Die hier eine Folie genommen, habe sie mit so einer Anlegemilch bestrichen und habe das Glitzer dann eben, also das Konfetti drauf gestreut, habe das Ganze trocknen lassen und habe dann, mach mal auf, also ihr seht, hier ist die Folie und da das Glitzer drauf geklebt, ja,
Ich habe hier noch Glitzer reingeschüttet, damit es so einen Shake-Effekt hat. Das fliegt hier rum. Eigentlich klebt das jetzt hier bombenfest drauf. Das kann man nicht mehr ablösen. Nur das Glitzer, was ich so noch reingegeben habe, das fliegt jetzt natürlich, ist klar. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, wenn ich es aufmache. Und man könnte dann eben zum Beispiel so eine Rocher-Kugel reinsetzen oder nur die Halbkugeln verwenden. Also das ist ein Glitzereffekt. Oh, ich liebe es. Ich liebe so Teilchen, die so glitzern. Und habe dann eben so eine Rocher-Kugel, die könnte ich jetzt hier noch ankleben. Habe ich jetzt aber extra nicht gemacht. Ein Klecks Kleber hier drauf, dann könnte man sie ganz genau in der Mitte platzieren und dann eben zumachen. Und dann hat man eben seinen eigenen kreierten Baumschmuck mit der Rocher-Kugel drinnen. Man könnte es auch dann eben verschenken. Vielleicht hier so eine Rocher-Kugel rein. Und hinten könnte man ja, keine Ahnung, einen Gutschein reingeben oder ein Geld reingeben oder so. Und das hängt dann eben am Baum, könnte einen Namen draufschreiben. Und ja, wirklich der Fantasie freien Lauf lassen, was man aus diesen Kugeln alles machen kann. Das werde ich euch noch zeigen, denn ich habe nämlich einen gesponserten Weihnachtsbaum bekommen. Den muss ich euch auch noch zeigen und Kerzen, einen weißen Baum. Und da werden sich dann eben diese Kugeln mit dem Gold richtig, richtig gut drauf tun. Das grüne Band werde ich ersetzen, ich persönlich ersetzen durch irgendwas anderes. Ja, rot passt bei mir. Ja, doch, zur Weihnachtszeit schon, aber ja, das gefällt mir nicht. Ich sag so, wie es ist. Gefällt mir nicht. Zumindest nicht dieses Band, da werde ich bestimmt irgendein anderes finden. Und da könnte man jetzt eben dieses Band noch drumherum setzen, hier, wo der Verschluss ist. Wenn man das hier jetzt drüber geben würde, schaut das... Ups! Müsste man ankleben. Nicht davon fliegen. So. So. Ja, würde das Ganze dann so aussehen. Und da gibt es dann die selbstklebenden Board noch. Von denen habe ich mega, 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 mega viele, die man dann eben da so rundum kleben könnte. Und hat einen eigenen Effekt. Man könnte das auch als schicke Element nehmen, als Karte, wenn man so eine Kugel zerteilt und dann eben die zwei Teile nimmt. Und sie dann als schicke Elemente verwendet. Also, ja. Da gibt es so viele Dinge, was man damit machen kann. Man könnte ein Kinderspiel draus machen. So Bälle zum Werfen, weil es ist ja Plastik. Die mit irgendwas füllen beim Kindergeburtstag oder so irgendwas. Also, bitte. Habt Fantasie. Macht was draus. Ich werde es auch machen. Wie gesagt, ich habe mir hier 6 Packungen davon gesichert, damit ich dann zum Schluss 12 Kugeln davon habe, die ich dann machen kann. Dann habe ich mir hier noch so einen kleinen Beutel geholt mit, ja, mit so Glöckchen. Da gibt es silberne, goldene, grüne und rote Glöckchen. Auch die kann man wunderbar überall mit einsetzen. Auf irgendeinem Schmuck, was man macht oder so, könnte das auch gut funktionieren. Und ein Beutel mit Naturmaterialien habe ich mir auch noch dazu geholt. Und zwar nur aus einem einzigen Grund. Und zwar wegen diesem Moos hier. Das gefällt mir nämlich richtig, richtig gut. Dieses riesengroße Moos. Das habe ich mir noch geholt. Und ja, hier so Baumrinde, so weiße. Das wird, glaube ich, auf meinen Adventkranz Platz nehmen. Dann habe ich hier noch 3 Boxen mit diesen hier. Das sind so kleine Dekomotive, ja, Dekofiguren, Weihnachtsdekofiguren um 1,59, glaube ich, war das. Und ich habe so ein kleines Winterdorf und ergänzt das eigentlich wirklich jedes Jahr, kommt da irgendwie noch ein Häuschen dazu und noch eine Lampe dazu und das kommt dazu. Und falls ihr euch erinnert an letztes Jahr an meinen Haul vom, was war das? Ich weiß gar nicht mehr. Hellweg war es. Da habe ich mir auch so ein schönes Dorf gekauft im Abverkauf. Ich liebe es und da passt das wunderbar dazu. Mit diesen kleinen Bäumchen, das sind so 4 Bäumchen drinnen. 2 kleinere und 2 große. Eine Laterne mit richtig schön Adventkranz drauf. Und hier ein Schneemann und ein Junge, die man dann eben platzieren kann. Dann die zweite Variante war dieses hier mit so einem
Busch, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja kein Bäumchen, sondern richtig Busch. Und hier wieder, ja, drei Weihnachtsbäume, ein großer und zwei kleinere. Und hier haben wir ein Pärchen, das irgendwie so steht. Und hier haben wir sogar einen mit einem Hündchen, der spazieren geht oder Feuerholz sammelt. Hier ist das kleine Hündchen, also richtig, richtig süß. Das darf dann in mein Adventsdorf ziehen. Und die dritte Variante ist wieder hier, haben wir zwei Büsche dabei und zwei große Weihnachtsbäume. Und hier wieder so eine Laterne dazu und einen Weihnachtsmann sogar. Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht in meiner Kollektion, einen Weihnachtsmann. Also mein schönes Winterdorf darf dann wieder wachsen. Das zeige ich euch dann, wenn ich es wieder aufgebaut habe, wo ich die Figürchen dann hinplatziert habe. Ich liebe die Weihnachtsdörfer. So, dann geht's schon wieder weiter. Nächste Box ist zu. Das war jetzt die grüne Box, wo ich euch die pinke vorher gezeigt habe. Dazu gibt es eben dann die grüne noch. So. Und passend zum Weihnachtskranz geht es jetzt mit den Weihnachtssachen noch weiter. Ich habe mir hier so einen Strohkranz geholt zum Selbstbinden von einem Weihnachtskranz. Wie ich das mache, werde ich euch dann auch zeigen. Wobei ich aber sagen muss, ich weiß noch gar nicht, ob ich jetzt diesen Strohkranz verwenden werde und den binden werde oder ob ich mir den vielleicht noch aufhebe. Denn ich habe mir... Na, bleib stehen. Ich habe noch per Zufall diese zwei hier ergattern können oder finden können. Und zwar sind das Ringe, ja so Schaumstoffringe, Steckringe nennt man das Ganze eigentlich. Das ist eben dieses Steckmoos oder Steckschwamm für Nasstechniken dürfte das jetzt sein. Ringschale. Okay, da steht jetzt nicht, ob es für trocken oder nass ist. Aber ich schätze der Konsistenz nach. Dürfte das für nass sein. Das legt man dann eben ins Wasser rein, lässt das schön ansaugen. Und da kann man dann eben die Zweige richtig reinpieksen. Und die halten dann natürlich auch länger, wenn sie frisch gewässert sind. Durch den Schaum, der es dann eben zuhält. Und da kann man dann eben den schön auskleiden, wie man möchte. Und was drauf stecken, wie hier so kleine Kügelchen und Maschen und Zäpfchen und Moos und weiß was, was der Geier was und eben dann auch die vier Kerzen drauf und hat einen schönen Adventskranz. Oder ich werde ihn wirklich selber binden und den da hier machen oder einen für die Türe vielleicht, einen Türkranz für die Türe machen und einen als Adventskranz. Mal schauen. Ja, leider sind die relativ demoliert. Weil die Leute sind, glaube ich, so dumm, ich muss ehrlich sagen, so dumm, oder sie lassen Kinder herbei oder so, die dann eben dann hier in den Schaumstoff reindrücken, wie man hier sieht, sind so richtige fiese Fingerabdrücke drauf. Ich hoffe, dass das nochmal, wenn ich den nass mache, dass sich das wieder ein bisschen erhebt, aber er wird trotzdem seinen Zweck tun und seine Arbeit machen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Und nachdem es die letzten zwei bei uns waren, war es mir ja dann auch wurscht. Denn besser ich aber ein paar zerknautschte, bevor ich gar keine habe. Und die kann ich mir auch aufheben für nächstes Jahr. Und wie gesagt, das Türkranz kann man es ja auch immer wieder verwenden. Auch im Sommer oder zu Ostern oder so kann man die super gut nehmen. Auch hier habe ich so vier so kleine Steckschwämme. Die könnte man auch zurechtschneiden und dann eben was draus machen in ja, solchen Kreisen. Die habe ich mir auch mitgenommen. Auch hier sieht man wieder so richtig feste Fingerabdrücke, wo es irgendwer nicht lassen können hat, dass er da zudrückt. Aber gut. So, für Herbstgesteck schaut es auch richtig niedlich aus. Die durften auch mit. Und einen losen Steckschwamm habe ich mir auch mitgenommen. Wie gesagt, die kann man schön zurechtschneiden. Oder einfach in eine Vase stecken. So ein Steckschwamm. Und den dann nass machen. Funktioniert prima. So. Die Sachen gebe ich mir aber jetzt wieder zurück in die Box rein, damit die nicht noch mehr leiden, als sie eh schon gelitten haben und zerdrückt werden. Und weil die nächste Box möchte ich euch auch zeigen. Das ist so eine 4-gige Box. Ich habe jetzt gar keinen Platz hier. Ist so eine kleine Box. Auch irgendwas um die 2 Euro hat die gekostet. Mit Deckel obendrauf und mit schönen Verschlüssen. Eine schöne A4-Box.
Die habe ich auch gebraucht. Die habe ich auch noch mitgenommen. Und, ups. Ja, jetzt hattet ihr Flugstunde. Ich habe euch gefangen. Ich stelle euch wieder hoch drauf. Man sollte aufpassen, was man tut. Ja, ich hoffe, euch ist nicht schlecht geworden bei dieser Flugstunde. Aber muss auch mal sein. Dann habe ich mir noch diese hier dazu geholt. So Naturmaterialien, eigentlich für eine Vase. Ihr kennt es, so riesengroße Dinger. Ich werde die Zweige aber so ein bisschen ja, abtrennen und dann eben auch auf den Adventkranz platzieren mit dem Glitzer. Könnte man eigentlich super gut selber machen, Glitzer anstreichen. Aber das ist mir dann ehrlich gesagt auch zu mühsam und den Glitzer hat man ja dann überall. Und außerdem hat mir diese Schale hier drinnen gefallen. Die stecke ich mir dann wirklich in eine Vase rein. Schaut super schön aus. Und das ist jetzt in Weiß. Da gab es Gold und Silber und Weiß. Und ich glaube sogar Rot gab es. So ein blöder Satz. Gab es. Ich habe mich für das Weiß entschieden. Ja, dann habe ich hier noch eine kleine Tüte mit Süßigkeiten für den Baum dann später, was ich dann auf den Baum aufhängen möchte. Denn das ist auch so eine kleine Kindheitserinnerung. Ja, wenn die Mama den Baum geschmückt hat und ja, die Vorweihnachtszeit, da ist man dann irgendwie immer vorbeigegangen am Baum und hat sich so eine Kugel stibitzt. Das hat sich ganz genau gewusst, dass man sich die Kugel stibitzt hat. Aber das war okay und war erlaubt. Dafür war es da und dann beim Baum abschmücken hat man dann immer nur diese kleinen goldenen Dinger gesehen, die dann eben irgendwie auf den Zweigen hängen geblieben sind und unten drunter war nichts, weil das hat man ja so runtergerupft. Das ist so meine Kindheitserinnerung. Also ich habe das immer getan und mein Bruder hat es auch immer getan, obwohl er dann schon viel, 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 viel größer war. Weil mein Bruder ist 11 Jahre älter als wie ich. Aber er hat es dann auch immer wieder gemacht und hat das dann, wenn er zu Besuch war, abgezupft. Und das ist so irgendwie ja eine kleine Familientradition, das vom Baum abzuzupfen. Und deshalb darf es natürlich bei meinem Baum jetzt auch für meine Nichten und Neffen nicht fehlen, dass die runterzupfen. Wobei es bei mir aber größtenteils mein Mann runterzupft und nicht die Kinder. Ja, aber was soll's. Ein bisschen Baumding darf nicht fehlen. Obwohl ich wirklich den Baum erst im Dezember dekorieren werde, muss ich das Zeug schon vorher kaufen. Denn wenn man dann im Dezember irgendwie anfangen will, die Sachen zu besorgen für den Baum, ist dann nichts mehr da. Ist alles abverkauft. Also das darf jetzt einen Monat irgendwo verschwinden, wo es keiner sieht. Dann habe ich noch diesen hier entdeckt. Einen kleinen zuckersüßen Schneemann. Also der ist richtig niedlich. Mit einer Höhe von 34 Zentimetern. Und der leuchtet auch. Und der war um 1,99 €. Da konnte ich nicht vorbeigehen. Den musste ich einfach mitnehmen. Denn ich finde den so, so, so cool. Und ich zeige euch das jetzt. So, Licht aus. Und Licht an. Okay, wenn ich den Schalter finde. Ich hätte vielleicht aufdrehen. Ha, jetzt. Jetzt seht ihr das Schneemännchen hier. Und es wechselt sogar die Farbe. Und ich finde das so grandios, dass ich mir gleich zwei Stück mitnehmen müssen habe. Also hier wirklich ein schöner, schöner Farbwechsel. Und wie gesagt, das Ganze um 1,99 €. Das ist lachhaft. Wenn ich denke, was ich früher für solche Sachen gezahlt habe, für so Weihnachts-Kitsch-Zeug, auf das ich wirklich, wirklich stehe, dann ist das einfach der pure Hammer. Die Preise, die der Action hat. Wie kann der sich das leisten? Ich weiß nicht. Ich verstehe es nicht. Aber ich freue mich megamäßig darüber. Also wie ihr seht, ich habe mir gleich zwei Stück geholt, weil ich die einfach so süß fand. Und um 1,99 € ist das echt, ja, nicht der Rede wert. Da muss man sowas mitnehmen. Geht gar nicht anders. So, die packe ich jetzt noch hier rein. Denn ich habe noch eine ganze Box für euch. Aber bevor ich das jetzt noch zeige, glaube ich, mache ich hier noch ein bisschen Platz, damit ich hier noch ein bisschen Platz habe, damit ich den Rest noch zeigen kann. So, also weg mit den Sachen. Schnupp! So, ein bisschen was ist jetzt verschwunden. Zumindest genau so viel Platz, dass ich jetzt für den Rest noch Platz habe.
Was ich euch beim letzten Mal nur erzählt habe, aber nicht gezeigt habe, war dieser Knitting Loom, diese Strickringe, die es eben bei Action gibt, die ich eben in diversen Videos dann gesehen habe und das ausprobieren müssen habe. Und jetzt zeige ich euch das Ganze, weil damals konnte ich es nicht. Ich habe es richtig in Verwendung gehabt, war gerade bei einem Projekt drauf, das wollte ich nicht zeigen. Ja, kommt in so einer schönen Tüte geliefert, sind 6 Utensilien. Ich muss jetzt hier aufpassen, dass mir hier nichts davon fliegt. Ist eine Tüte mit so einem Zipverschluss drauf und hier sind eben diese Dinger drinnen. Also dieser Strickring in 4 verschiedenen Größen von 29 cm, 24 cm, 19 und 14 cm sind da dabei und die Spezialnadel und so, ja, eine Vernähnadel ist da dabei. Und das Ganze sieht hier aus, hier die Löcher, was ihr hier seht, habe ich hier die Teilchen rausgenommen. Ist eigentlich, glaube ich, nicht vorgesehen, dass man die rausgibt. Oder vielleicht auch doch, keine Ahnung. Auf alle Fälle sind die drinnen verklebt ein bisschen. Das heißt, man muss wirklich ein bisschen rütteln, damit man die rausbekommt. Aber sie gehen wunderschön raus dann und man kann sie auch wieder schön reinstecken, wenn man es wieder braucht. Also so einfach wirklich nehmen und daran dann so ein bisschen rütteln, rütteln, rütteln und dann hat man den Stift hier heraus. Wie gesagt, die sind ein bisschen angeklebt, aber somit kann man dann schöne Muster machen, wenn man die entfernt oder auf locker stricken, wie auch immer. Das finde ich richtig super cool, dass man die eben hier rausnehmen kann. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch eventuell in einem anderen Video, falls euch interessiert. Ansonsten gibt es da schon genug Videos dazu, was man da machen kann. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich schon alles gemacht habe. Also zumindest einen kleinen Teil. Ich war ja sofort wie besessen davon. Also zum Beispiel, das war so das Erste, was ich gemacht habe. Eine kleine Mütze für wen auch immer. Aber das war jetzt nur probetechnisch hier mit Muster. Dass man dann aber jetzt bei dieser Farbe gar nicht wirklich sieht. Erst wenn es ein bisschen auseinander ist. Also hier sieht man es, dass hier anderes Muster ist als wie jetzt hier. Und das wiederholt sich dann alle 4 Stücke. Ja, dass hier unten wieder anders ist. Das war nur so rumprobiert. Hier habe ich auch so ein Stück. Schaut aus wie eine Mütze. Ist aber auch so ein Probestück gewesen, wo ich einfach nur die Mustern ausprobiert habe. Hier sieht man es mit mehr Abstand. Wo man dann eben immer so ein Ding auslässt. Sieht so aus. Dann andere Wickeltechnik ist wieder ein anderes Muster. Und hier das normale Muster. Da habe ich einfach ein bisschen rumprobiert, wie das Ganze funktioniert. Dann habe ich hier eine große Mütze, die man dann so aufkrempeln kann. So ein bisschen aufkrempeln kann. Und die schaut dann so aus, wenn sie an ist. Also somit eher löchrig. Das entsteht dadurch, wenn man dann jeden zweiten Zapfen rausnimmt und das dann eben macht, dann hat es diese lockere Struktur. Man kann es dann eben in die Länge ziehen, dann sieht es so aus. Also wenn man zum Beispiel den großen nimmt und dann so auf locker strickt, schaut es dann eben so aus. Oder eben dann den kleineren, wo man dann wirklich beim Aufsetzen das Muster erst zieht, dass es dann so aussieht. Habe ich diese gemacht. Dann habe ich diese noch gemacht. Hier eine relativ große. Muss ich eigentlich auch noch ein bisschen auftrennen. Hier, weil es einfach zu groß ist, aber das muss man erstmal rausfinden. Und man macht und tut. Und hier seht ihr auch wieder ein ganz anderes Muster mit 2 Farben. Und hier mit diesem geflochtenen Zopf in der Mitte. Das dann eben beim Aufsetzen so ausschauen würde. Und hier mit so einem aufstehenden Rand. Die habe ich hier noch gemacht. Dann, das war auch eins der ersten Versuche, da hatte ich leider nur diese 2 Farben, ja, und habe da munter drauf losprobiert und gemacht, habe diese Mütze hier gemacht, die hat jetzt hier so Streifen, falls ihr die jetzt sehen könnt, also hier, hat es ganz einen eigenen Mustereffekt obendrauf, ja,
Hier ist dann wieder ein anderes Muster. Hier ist wieder verkehrt reingestrickt, dass es hier so einen Zapfen kriegt. Und hier hat es ein doppeltes Bündchen über die Ohren. Aber die Farbe ist natürlich grässlich und passt überhaupt nicht zusammen. Aber das waren eben meine Probeversuche. Und wenn man es dann aufsetzt, schaut es dann doch wieder anders aus. Ich wollte es nicht auftrennen. Ist mein erstes Werk. Auch wenn die Farbe nicht passt, denn da hatte ich die Wolle noch gar nicht. Die richtige. Und habe eben dann einfach nur rumprobiert und habe das eben gemacht und habe eben die verschiedenen Techniken und Mustern ausprobiert, wie das Ganze funktioniert hier mit dem Bündchen, dass hier wieder ein Muster rein ist und mit diesen Schrägmustern, die, sieht man das in der Kamera? Ja, sieht man schon, dass hier so ein Schrägmuster ist. Die habe ich auch gemacht. Dann habe ich hier noch eine zweifärbige mit diesem Muster, auch relativ lang wieder. Und die hat hier wieder so ein Zopfgeflecht auf allen vier Seiten. Also, nein, drei Seiten sind es. Das ist die Hauptseite. So, das ist die Hauptseite. Und hinten drauf ist dann nur ein Musterchen. Ne, Blödsinn. Zwei auf der Seite sind in der Mitte und hinten ist keins. So, jetzt stimmt's. Das ist dieses hier. Auch diese Mustern und auch mit einem kleinen doppelten Bündchen. Und schaut dann beim Aufsetzen auch wieder so aus. Also dass hier wirklich das Zopfgeflecht ist und hier dann über die Ohren diese Dinger hier. Dann habe ich hier so eine kleine Mütze, auch wieder mit doppeltem Effekt hier auf der Seite mit einem Bund. Eine kürzere Mütze, ganz normal zugemacht. Und so eine Schalmütze. Ja, meine Hündchen drehen schon wieder durch. So eine Schalmütze, derer habe ich jetzt zuletzt gearbeitet. Die muss ich noch vernähen, wie ihr hier sehen könnt. Das ist jetzt auch wieder mit dem Strickring, mit dem großen gemacht, wo jede zweite nur genommen worden ist. Wenn man den so zieht, hat man eher so was Dünnes. Könnte man jetzt auch als Handwärmer so nehmen. Und wenn man das aber anzieht, lässt sich das Ganze hier so. Und bekommt man dieses Muster dann draus. Also das ist so gedacht. Und kann es dann eben so als Schal-Loop nehmen und anziehen. Bitten. Kann man es so als Schal-Loop verwenden und dann eben so nehmen. Oder eben dann so aus Mütze obendrauf, wenn man es nur so oben rauf zieht, dass hier das Gesicht dann so ist. Also hier das Gesicht und hier rundherum ist dann der Schal. Ja, das habe ich noch mit diesem Strickring gemacht. Also einige Sachen, ein paar Sachen liegen noch rum, aber das wiederholt sich relativ mit dem, was ich jetzt schon gezeigt habe. Und deshalb habe ich mir jetzt auch wieder beim Action wieder neue Wolle geholt. Ich habe mir jetzt diesmal eine dünnere geholt. Das ist jetzt eine 100 Gramm, 238 Metern in der Stärke 4 bis 5. Bin gespannt, wie es mit derer ist, wenn ich jetzt mit derer eine Mütze mache, weil es ist doch eine relativ dünne. Mit der geht es ja super schnell, dass man da Ergebnisse sieht. Mit derer wird es dann ein bisschen länger dauern. Man wird ein bisschen mehr machen müssen. Aber ich wollte es unbedingt ausprobieren. Also habe ich mir jetzt die in Schwarz geholt und so einem, ja, Flamingo Pink, würde ich jetzt mal sagen. Die habe ich sogar zweimal, die Flamingo Pink. Und in einem, ja, grünlichen Ton. Die möchte ich dann kombinieren mit dem Schwarzen. Also das Grüne mit dem Schwarzen möchte ich kombinieren. Das Pinke wird eine eigene Mütze werden. Mal schauen, wie weit ich komme mit dem kleineren Garn. Denn wenn ich euch jetzt das große zeige, auch da habe ich mir nochmal welches geholt, das ist dieses Twisted XL. Das hat eine Stärke von 9 bis 10. Und hier dieses Twisted hat auch die Stärke von 9 bis 10, ist aber ein normales. Es ist ein bisschen feiner als wie das. Obwohl es eigentlich die gleiche Stärke ist, aber mir kommt es einfach vor, es ist feiner und lässt sich schöner verarbeiten. Da habe ich jetzt leider nur noch diese rote abbekommen. Sie waren schon relativ ausgesucht. Das waren die einzigen zwei Farben, was sie von den großen gehabt haben. Deshalb habe ich auch zu den kleinen auch noch gegriffen. Aber werde ich sicherlich noch irgendwas draus machen. Denn mir macht es wirklich einfach nur Spaß, da rumzumachen und ja, irgendwas einfach zu machen. Und hier habe ich auch noch die angefangene blaue. Von denen
die ihr hier schon gesehen habt. Schwupp. Diese hier. Das ist diese hier. Und die habe ich schon aufgebraucht. War auch so eine Twisted in dem Blauton. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und zum Schluss habe ich noch diese Multigarn. So ein richtig blau, orange, violett. Ja, so multifarbenes Garn. Ist mir bis jetzt eigentlich noch nie aufgefallen. Aber das verwende ich dann natürlich für Karten oder so, nicht zum Häkeln. Ja, häkeln könnte man damit bestimmt. Ist ja keine Wolle in dem Sinne. Also vielleicht ist es ja auch Häkelgarn oder keine Ahnung, was das ist. Aber ich werde es für Karten und für Geschenke einpacken und solche Sachen verwenden. Hat mir von der Farbzusammenstellung gefallen. Dieses Türkise mit dem Pinken und dem Violetten. Finde ich richtig, richtig schön. So, das war es jetzt dann auch schon. Meine ganzen Sachen. Der Rest, was da noch war bei dem Haul, waren einfach Weihnachtsgeschenke, die ich noch mit organisiert habe. Für die ganzen Nichten und Neffen. Da gibt es auch super, super, super Spielzeug. Und da habe ich auch zugegriffen. Aber ihr seht, so viel war es dann auch wieder nicht. Oder doch? Naja, wie man sieht. Ja, das war mein Haul, mein Action-Haul wieder einmal. Wenn es wieder was Neues gibt, dann zeige ich euch das natürlich wieder, wenn ich mir was geholt habe. Aber ich glaube, heuer nicht mehr. Vielleicht dann ab nächstes Jahr. Aber ich bin lieber nicht zu vorlaut. Wer weiß, was jetzt im Dezember noch kommt. Und wenn es dann wieder neue Stempel gibt, bin ich natürlich wieder dort. So, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde mich das natürlich freuen. Das kannst du hier machen auf der kleinen Fee oder im Abspann findest du dann eben auch meinen Kanal nochmal zum Abonnieren und ein Vorschauvideo, beziehungsweise kein Vorschauvideo, sondern einen Vorschauvorschlag zu einem anderen Video kannst du dir dann gerne auch ansehen. Würde mich freuen. Ansonsten Daumen hoch, Kommentar unten drunter und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!